Oh Leute, willkommen zum nächsten CSGO Overwatch. Endlich auch wieder nicht auf Mirage, sondern auf Inferno. Ich bin sehr gespannt, was hier geschieht. Wir hoffen mal, dass es kein Ultra Rage Boy ist, so wie es die letzten 80 Trilliarden Male war. Der hat ja, also die haben eigentlich alle ziemlich brutal reingejuckelt. Lass mal kurz noch den Stats gucken. Staterinos. Das Suspect 13-16 vollkommen Standard. Andere 30-13, 15-15 da unten bei den Terroristen. Also vom Scoreboard her sieht es ja eigentlich sogar recht normal aus. Gut, die haben beide, also die CTs haben schon zwei Bots, die Ts haben schon einen Bot. Es könnte sein, dass in beiden Teams gecheatet wird. Es steht 7-13. Das heißt, wir schauen jetzt auch dem Spieler aus dem. Achso, halt, nee, er ist ja bei City, okay. Also ich finde, es sieht doch ziemlich normal aus, was er da treibt. Jetzt bin ich mal gespannt, wo sie ihm hier angeblich irgendwas anhängen wollen. Das ist auch nicht mehr viel Zeit. Beziehungsweise gut, wenn die Ts jetzt die Runde um Runde holen, dann ist es was anderes. Aber wenn nicht, dann nicht. Ach ja, ich habe jetzt übrigens wieder keine Webcam dabei, weil es ultra fucking früh ist und ich. Gut, der war easy und ich sterbe vor Müdigkeit. Klar, er hat da jetzt schon so ein bisschen um die Ecke gepre-fired, aber es war auch logisch, dass da einer steht. Also das hätte ich genauso gemacht, komplett ohne Wallhack und Co. Einfach draufreißen. Und ja, mittlerweile hört man ihn auch voll steppen, alles klar. Wow. Dieser Frog drückt ganz schön rein. Ist auch der erste bei denen, 32-13. Ich weiß nicht, wie dieser Frog es schafft, dass er der Suspect ist. Vielleicht wurden halt, also ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht alle so ein bisschen angemacht haben, zumindest die ersten zwei jeweils in den Teams. Und sie sich halt einfach gegenseitig reportet haben. Beziehungsweise, was ich auch schon miterlebt habe, dass wenn Leute andere Leute Cheater callen, dass dann die Cheater oder eben die Gecallten sagen, haha, du aber auch. Und die dann auch einfach reporten. Einfach nur, weil sie gereportet wurden, reporten sie halt einfach zurück. Also das kann natürlich auch so ein Fall sein, wobei man schon einige Reports braucht, um in Overwatch zu kommen. Deswegen ist es immer sehr merkwürdig, wenn dann sowas wirklich durchkommen sollte. Ja, also die Bombe ist down. Da hat er jetzt schon ganz gut hingeaimt. Jetzt kommt gleich einer von links. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Ah, der kommt von ganz, der geht ganz hinten rum. Da war er noch gut drauf. Der andere kommt jetzt von der linken Seite. Jetzt warten wir mal ab. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es könnte sein, dass er extrem auf Legit spielt. Also dieses, jetzt gucke ich aber weg und gehe rechts. Gut, die Zeit war auch reif dafür. Endlich mal sich zu ducken und zu schauen, ob da nicht einer Fuchsbau ist. Das stimmt. Aber es hat halt gerade perfekt gepasst mit dem anderen, weil er wäre jetzt in Konflikt geraten mit seinem Crosshair. Er hätte jetzt einfach nach links aimen müssen, um da was regeln zu können gegen diesen Kerl, der von links kommt. Aber das wäre auch sehr auffällig gewesen, wenn er im richtigen Zeitpunkt auf einmal nach links aimen würde, ohne schon jemanden zu sehen. Darum wäre oder würde ich dann sowas Ähnliches auch machen, hätte ich einen Wallhack. Also so, oh, jetzt muss ich auch mal nach rechts gucken und ach, jetzt mal wieder nach oben, jetzt gucke ich mal nach links, weil dann ist es nicht mehr so schlimm, wenn man nach so einer Ablenkung praktisch in die andere Richtung guckt. Aber es heißt doch lange nichts. Also ich habe hier immer noch kein extrem auffälliges Verhalten erkannt. Und ich denke, bei ihm ist auch nichts. Wir gucken natürlich noch weiter, ganz klar. Aber das Spiel ist jetzt auch gleich schon zu Ende. Es ist in der Theorie die vorletzte Runde. Es kommt dann gleich das 9-15 und danach das 9-16. Die Ts sind mit ihm einfach jetzt mitgelaufen und gehen auf B. Sehr, sehr fies. Also ich nehme an, dass die wahrscheinlich vielleicht was anhaben. Und daher wussten, dass er weggelaufen ist. 37-13 ist aber dennoch auch machbar, auf jeden Fall. Also, wir wissen ja das, oder ihr wisst ja, dass man von den Stats eigentlich nicht wirklich was sagen kann. Außer es ist jetzt was ganz Auffälliges, wie 800-0 oder so. Oder 800-4, ja. Aber so an sich kann man jetzt nicht wirklich viel sehen. Maximal eben jemanden, der smurft, beziehungsweise jemanden, der sehr gut ist, gerade frisch gedownranked wurde und eben einfach am Rage, am raushasseln ist. Ich habe euch schon dieses Ultra-Beispiel genannt. Wir haben mal mit einem gespielt auf Cobblestone. Der war ultra gut. Und wir haben ihn gefragt, ob er smurft. Und er hat gesagt, er wurde heute an dem gleichen Tag zwei Ranks gedownranked. Und wenn ihr euch dann vorstellt, dass was die Ranks eh bedeuten, dass es nur noch sehr, sehr vage ist, also was dieser Rank überhaupt. Aha. Du kleiner verschissener Bastard. Jetzt fängt er an reinzuragen, wie so eine kleine Warze bei 12-14.
Weil er nicht verlieren will, ne? Ist schon eben noch irgendwie 14-7 oder so. Jetzt macht er halt hier sein Anti-Aim-Wall-Bang-geschisselter Ding an. Spinnerino. Also ich glaube nicht, dass es ein Spinbot ist. Es ist irgendeine Anti-Aim-Form. Oder es ist zumindest kein typischer Spinbot. Ich habe jetzt auch öfter gelesen in den Kommentaren, dass es Spinbots gar nicht mehr gibt. Ja. Kann sein, keine Ahnung. Aber das ist was Ähnliches, ne? Er dreht sich jetzt zwar nicht durchgehend, er dreht sich immer so stückweise. Alles klar. Also neue These, es könnte sein, dass es ein normales Spiel war bis gerade eben. Er spielt halt gegen Smurfer, die etwas besser sind als er, beziehungsweise als der Grundbaustein seines Teams. Nicht zwingend Smurfer, eben einfach besser. Und das stört ihn jetzt so sehr, dass er unbedingt den Sieg will und deswegen anmacht. Also wirklich sich nochmal unterscheidet von der normalen Unwertbarkeit. Das ist wirklich damit verliert er seinen gesamten Wert als Fickfrosch. Ist einfach ein wertloses Stück Affenkacke. Die kommen jetzt gleich von hinten angeschlappt. Also der letzte. Null rennt schon hin, um ihn zu legen. Schafft es aber nicht. 9 aimt hoch. Er sagt wahrscheinlich, warte, ich mach das, Peng. Richtiger, widerlicher Bastard. Um Gottes Willen. Echt eklig. Naja. Hoffen wir einfach mal, dass er schnell rum ist, nicht wahr? Aber schön, dass er jetzt erst am Schluss anmacht. Sowas hatten wir, glaube ich, noch nie. Dass es auf einmal gegen Ende extrem wurde. Wir hatten schon Dinge, die auf einmal extrem wurden, aber die waren dann doch meistens eher zu Beginn oder kurz nach dem Beginn extrem. Und ja, hier ist es jetzt ja sogar so, wenn meine These von gerade eben stimmt, dass von ihnen zwei Leute rausgegangen sind, weil die Tees so stark waren. Und jetzt muss er trotzdem da reinwursten. Und guck mal, wie auch die Tees jetzt spielen, die sind jetzt komplett furchterfüllt am Spawn. Also ich kann das gar nicht richtig hinzeigen. Die denken sich jetzt, fuck, dieser Bastard, dieser Dreckige hat angemacht. Wir könnten das Spiel eigentlich noch gewinnen. Aber er hat angemacht. Vielleicht schaffen sie es noch, die Bombe zu legen, die zwei. Und, ja. Aber er ist jetzt halt eine unaufhaltsame Kraft, vor allem gegen Non-Cheater. Da kann man wirklich nicht viel machen. Da kann man maximal durch viel Glück zu zweit halt ihn wegnatzen, ne? Wenn er mit allem beschäftigt ist, den anderen dann noch holen. Oder man hofft jetzt, dass er denkt, sie sind auf B gegangen, aber... Sieht nicht so aus. Wow, da hat zwei schon einen Headshot gefressen, habt ihr das gehört? Er hittet auch brutal durch die Wand, also das waren beides schon Shots, wo sie wirklich nichts machen konnten. Sie werden dann durch die durchschießbaren Wände getroffen, also es ist wirklich ja, mein üblicher Spruch, er muss unbedingt zum Ende hin noch zeigen, wie sehr seine Mutter und wahrscheinlich auch sein Vater anschaffen, damit er sich diese Cheats kaufen kann. Darum drücke ich weiß nicht genau, was man jetzt, also es ist ja ein Anti-Aim, ne, die Sache ist ja ein Anti-Aim. Und noch ein, also es ist einmal ein Aim Assist, weil er dann voll trifft. Es ist aber auch ein Anti-Aim, weil er sich so wegduckt, also auf dem Boden, ja. Ich weiß nicht, ob er dann auch noch Vision Assist hat. Ich weiß nicht, ob Vision Assist dazukommt. Ich mach's jetzt mal raus, weil ich mir da wirklich nicht sicher bin, ob bei dieser Form von Cheat, die er da hat, ob da sowas am Start ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man durchgehend praktisch immer wieder auf die Leute aimt, durch den Aimbot, durch die Aim Assistance, dass man dann ja weiß, wo sie stehen, egal ob Vision Assist oder nicht. Ich kann das ja wirklich nicht mehr feststellen, weil ich die Sicht dazu nicht habe. Deswegen gebe ich ihm jetzt einen Aim Assist und auch einen Other External Assistance, weil es so eine Art Upside-Down-View, beziehungsweise er halt immer wieder auf den Boden guckt, um nicht getroffen oder um schwerer getroffen werden zu können. Ich lasse jetzt einfach mal diese beiden hier. Ihr könnt mich ja dann nochmal aufklären. Also ich denke, Aim Assistance ist auf jeden Fall zu 100% richtig. Da kann man nichts anderes sagen. Aber bei Vision Assist bin ich mir leider gar nicht sicher. Und bei Grief, ich glaube, er hat da nicht großartig rumgegrieft. Also das wird so passen. So, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Endlich mal wieder ein Fall, der eine gewisse Länge hat. Das freut mich. Dankeschön. Macht's gut. Ciao, ciao.